Willkommen bei einem weiteren Video für meinen Channel FIFA Tastics und es ist jetzt gerade 12:30 mitten in der Nacht und ich muss ein Video produzieren und die Betonung liegt hier wirklich auf muss. Ich möchte euch nicht zuspammen mit irgendwelchen Videos, wir haben jetzt schon so häufig hier gerade meinen Desktop gesehen, ich habe hier nicht eine neue Funktion bei der Aufnahme entdeckt, sondern ich wollte es einfach nur nutzen und hier ist jetzt einfach ein Video, was ich euch einfach erzählen muss. Ich muss euch warnen, denn es gibt gerade jemanden, der sich auf YouTube als FIFA Tastics ausgibt, als Tess, hier als derjenige, der hier gerade vorm Rechner sitzt und euch betrügen möchte. Und ich zeige euch einfach auch direkt die Nachricht, damit ihr Bescheid wisst. Das hat mir Different Max geschickt, man sieht hier auch den Namen, ich hoffe, dich stört es nicht. Aber nochmal danke an dich und auch an diejenigen, die in den Kommentaren unter Videos geschrieben haben, dass jemand gerade solche Nachrichten rausschickt. Man sieht es hier, er hat sich FIFA Tastic genannt. Er hat bewusst meinen Namen kopiert, bis auf das fehlende S, hat mein Logo kopiert und schickt jetzt hier eine Nachricht raus, dass ich eine Trading-Serie starten würde, wo ich Münzen brauchen würde. Und er schickt das anscheinend Abonnenten und auch Leute, die einfach wahrscheinlich unter meinen Videos kommentieren und somit halt auch die Videos schauen und will dann quasi von euch Münzen abziehen. Er möchte euch betrügen und wird sie dann wahrscheinlich auf eBay verkaufen. Und also, ich plane sowas nicht und dementsprechend bitte achtet darauf, schickt ihm keine Münzen, antwortet ihm auch am besten gar nicht, ignoriert ihn einfach komplett, lasst das meine Sorge sein, wie ich mit ihm umgehe. Und ich finde es einfach, sage ich mal, wirklich eine Schweinerei, weil natürlich auch mein Name jetzt hier quasi in Mitleidenschaft gezogen werden kann. Gehen wir nochmal hier kurz zurück, wir können nochmal hier kurz drauf gehen auf den Kanal, das ist ja, hatte es anscheinend heute gegründet, finde ich auch krass. Hauptsache erstmal Hamburger Youngsters abonniert mit dem Kanal, wenn du vorhast, Leute zu betrügen, ne? Also, keine Ahnung. Jedenfalls auch an dich jetzt nochmal, lieber FIFA Tastic, sage ich jetzt einfach mal. Ich muss ja echt zugeben, wenn wir nochmal hier kurz drauf gehen, wie das Ganze geplant ist. Also ich meine, das ist ja kein Zufall, wenn man sich das hier anschaut, dann kann man wirklich den Eindruck gewinnen, dass es von mir gemacht ist. Es ist der Name, es ist das Logo, es ist auch hier extra ein Accountname gewählt, der Vertrauen erweckt, dass quasi die Leute denken, ah ja, Trace Trading macht Sinn, dass er das unter einem neuen Account macht. Und da muss ich dir leider sagen, das hast du clever gemacht, aber das Problem für dich ist, man erkennt hier eine richtig krasse kriminelle Energie. Und das kann dir zum Verhängnis werden, mein Lieber. Weil es ist leider nicht mehr so, dass das Internet irgendwie ein rechtsfreier Raum ist und dass das hier irgendwie ein Kavaliersdelikt ist, sondern wie gesagt, hier steckt eine richtig kriminelle Energie dahinter. Du willst meinen Abonnenten, meinen Zuschauern wirklich Schaden zufügen, woraus du dann wahrscheinlich dann Geld generierst, weil du es auf eBay verkaufen wirst. Und dementsprechend ist das hier keine Kleinigkeit. Und dementsprechend würde ich an deiner Stelle mal schon mal irgendwie Kontakt mit dem Anwalt aufnehmen, weil das kann Probleme für dich bedeuten. Ich glaube, das Einzige, was jetzt für dich vielleicht unter Umständen von Vorteil ist, dass das Ganze irgendwie heute erst angefangen hat und wahrscheinlich der Schaden, der dadurch entstanden ist, noch nicht nennenswert groß ist. Das ist unter Umständen das Einzige, was dir entgegenkommt. Mehr fällt mir aber dazu nicht ein. Und dementsprechend möchte ich das hier auch einfach nur stehen lassen. Und ja, dementsprechend kannst du dir mal drüber nachdenken, ob du das so umsetzen willst, weil da, sag ich mal, hast du eine Karte gezogen und die beginnt mit A. So, das wollte ich eigentlich einfach nur erzählt haben, weil es mir einfach wichtig ist, dass hier ihr darunter nicht leidet, dass hier jemand so drauf ist und solche kriminellen Energien entwickelt, um euch einfach Schaden zuzufügen. Oder, nee, nicht nur euch Schaden zuzufügen, sondern sich selbst zu bereichern. Gut, ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, dass ich daraus ein Video machen musste. Es lag mir einfach nur am Herzen. Und haltet euren Kasten sauber und schickt diesem Typen keine Münzen oder ähnliches. Euer Tess.